ey, da ist voll die große Gefahr. Wir sollten jetzt auf der Stelle etwas tun, damit das nicht ganz so schlimm wird. Was? Oh Gott. Da müssen wir was tun. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Nee. Du bist ein Lügner. Diese Situation ist ein gutes Beispiel für den von mir so getauften Cornelius-Fudge-Effekt. Namensgeber dafür ist der Zaubereiminister in der Harry-Potter-Welt, Cornelius Fudge, der, als Harry daherkommt und sagt, yo Leute, Voldemort, der lange totgeglaubte böse Magier, ist zurück und will Krieg gegen uns führen, wir sollten was tun, einfach daherkommt und sagt, nö, ich habe keinen Bock, was zu tun, du bist ein Lügner, du bist ein geistig gestörter Jugendlicher und ich werde nichts tun, ich als mächtigster Mann des ganzen Landes. Da fragt man sich doch, wie kann es sein, dass ein so netter Mann eigentlich, wie wir es zumindest ihn in Teil 2 und 3 kennengelernt haben, plötzlich zu so einem großen Arschloch mutiert? Naja, ich glaube, er hat einfach fucking Angst vor Voldemort. Und das ist ja auch erstmal nicht verwunderlich, denn Voldemort stellt ja auch eine große Gefahr dar. Aber genau deswegen sollte man ja auch was dagegen tun, damit die Gefahr nicht ganz so groß wird. Ist also irgendwie ein bisschen widersprüchlich, aber irgendwie natürlich auch was Menschliches. Im Grunde ist es was Psychologisches, was komplett Normales. Das ist Verdrängung im Grunde. Die Angst ist so groß, dass er es lieber leugnet, um sich selber zu schützen. Dennoch ist es natürlich absolut nicht verwunderlich und absolut gerechtfertigt, dass er am Ende, als sich herausstellt, dass er hier willentlich gelogen hat und bewusst nichts getan hat, seines Amtes enthoben wird, weil so jemand sollte natürlich nicht der mächtigste Mann des ganzen Landes sein. Nehmen wir uns doch einfach ein etwas nahbareres Beispiel, wie zum Beispiel Seamus Finnegan. Ein Mitschüler von Harry, der ihm am Anfang auch nicht geglaubt hat, ihn sogar einmal deswegen ziemlich angefeindet hat, der aber, als er eingesehen hat, dass er eher Unrecht hatte, seine Angst überwunden hat, das auch anderen einzugestehen und zu Harry gegangen ist und gesagt hat, hey, sorry, es tut mir leid, ich hatte Unrecht, du hattest Recht. Tut mir leid. Und Harry hat darauf das einzig Logische erwidert und gesagt, okay, danke, dass du das einsiehst. Ich freue mich, dass du jetzt auf unserer Seite bist und jetzt mit uns kämpfst.